Yo Leute, ich bin Sticks und heute mal ein neues Video von mir. Und lange ist es her, wie lange? 2 Wochen? Über 2 Wochen. Ich habe gesagt, es kommt noch ein Bonusvideo zu der RTC-Reihe. Aufgenommen war's, aufgenommen und was geschnitten? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall aufgenommen. Und dann weiß ich nicht, was passiert ist. Es ist auf jeden Fall nicht mehr da. Problem. Übrigens, im Hintergrund seht ihr ein kleines Black Ops 2 Gameplay. Es ist schon ein bisschen länger her, dass ich das erspielt habe. Da ich sich noch Snox Sticks, wie man hier sehen kann. Es ist sogar. Genau, da ist sogar noch ein Spiel auf Englisch gewesen. Das hat sich ja irgendwie mitten im RTC dann irgendwann umgeändert. Einfach so, was weiß ich was. Oder es hat ja auch mal nicht funktioniert und so weiter und so fort. Ihr wisst ja das Problem mit meinem Internet und so weiter, ne? Deswegen kam auch in letzter Zeit eher gar nichts außer RTC. Und das wird sich aber jetzt nächste Woche schlagartig ändern. Und zwar kommt da ein neues Projekt auf euch zu. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gespoilert habe. Ich glaube aber nicht. Das bedeutet eine kleine Überraschung, aber erwartet da nicht zu viel. Ein kleines Singleplayer-Projekt. Ist auf jeden Fall spaßig. Oder auch nicht. Muss man jeder selbst entscheiden. Im Hintergrund, wie gesagt, ein altes Gameplay, noch auf Englisch, glaube ich eine 15er oder irgendwas. So, dann, was wollte ich noch ansprechen? Genau, irgendwie die Bonusfolge ist abhanden gekommen. Ich weiß es nicht, ja. Ich dachte auch, was bin ich eigentlich für ein Volltrottel? Was soll denn das? Weißt du, keine Ahnung. Aber irgendwie, ja, keine Ahnung, es ist, ich habe jetzt auch keine weiteren Gameplays mehr gespielt, beziehungsweise ich gehe ja nicht auf Gameplays, sondern ich habe jetzt auch nicht wirklich überhaupt was mit Black Ops 2 oder Black Ops oder COD gespielt. Ich habe in letzter Zeit eher auf CS gepocht. Das Problem ist, ich habe gestern wieder COD gespielt. Naja, es wurde lauter, sage ich mal. Aber ich will auch gar nicht eher so hier diese Wirtschaft reinbringen, dass ich dieses Spiel und dieses Spiel spiele, weil wenn ich CS und COD, beides, das beißt sich, ja. Der Skill, das beeinträchtigt mich quasi. Wenn ich einmal eine Stunde lang, 2 Stunden COD spiele, dann bin ich aus CS wieder raus, muss dann ein paar Spiele mich einspielen und dann, ja, ist natürlich belastend. Nun gut, auf jeden Fall nächste Woche kommt wieder ein, naja, regelmäßiges Projekt und es kommt was zurück, Leute. Es kommt was zurück, was schon weg war von meinem Kanal und zwar, weil es nicht funktioniert hatte und zwar ist es GTA. Das war ja bei mir irgendwie, das war, ich weiß nicht, was das irgendwie, da gab es irgendein Problem, deswegen konnte es nicht starten richtig oder sowas und ich habe es aber wieder hingekriegt, dass es läuft und jetzt können wieder GTA-Videos kommen. Finde ich persönlich cool, dass ich wieder GTA spielen kann. Und deshalb habe ich direkt auch mal wieder ein K-Mod rausgehauen. Ja, ich sag noch nicht welches. Aber nächste Woche dann auf jeden Fall das neue Singleplayer-Projekt und ein GTA-K-Mod-Video. Vielleicht kommen die auch ein bisschen öfter jetzt, wo mein GTA wieder läuft. Aber versprechen möchte ich da noch nichts. Mit Revo sollte ich mich auch mal wieder in Verbindung setzen, damit wir vielleicht nochmal dieses Bonus-Video aufnehmen können, weil ich hab's ja, gut, ich hab's verbockt, ja, ich weiß nicht, wie es abhanden gekommen ist, es ist auf jeden Fall weg. Vielleicht willigt er ein und wir machen das Ganze nochmal, aber ich möchte da nichts versprechen, weil das schon ziemlich doof von mir war. Aber ist ja auch jetzt irrelevant. Es kommt auf jeden Fall nächste Woche wieder täglicher, nee, nicht täglicher, regelmäßiger Upload. Ab nächste Woche, sagen wir. Und ja. Tut mir natürlich leid wegen der Bonusfolge, aber naja. Habe ich noch was? Das Gameplay ist noch nicht zu Ende. Ja, das war's eigentlich. Das war so, was ich jetzt ansprechen wollte. Ich bin auch an überlegen, ich habe so viele Spiele, die ich nicht gespielt habe bisher und ich will trotzdem neue Spiele haben, das ist unglaublich. Aber gut, vielleicht kommen ja noch dann weitere Projekte und so weiter, aber ich würde sagen, das war's erstmal mit diesem Video. Bis dahin, Leute, ciao.